Hallo ihr Lieben, ich freue mich, dass ich euch wieder begrüßen darf. Ja, jetzt muss ich gerade noch mal etwas unterbrechen. Also, nachdem ihr alle geduldige Schafe seid und rücksichtsvoll, danke ich euch für die kleine Unterbrechung am Beginn. Aber die zweite Kamera war da nicht ganz recht eingestellt. Tja, da bekomme ich auch noch einmal eine Mitteilung. Okay, das berührt niemanden. Schön, also herzlichen Gruß aus Kärnten. Freue mich, dass ihr wieder dabei seid heute Abend. Einige gleich live, andere, die sich dazuschalten werden. Und ja, wir werden uns heute wieder einem wichtigen Thema in Fortsetzung widmen dessen, was wir bisher schon begonnen haben, in unserer Thematik zu verfolgen. Es sind Themen, die uns quer durch die biblische Prophetie vom Alten ins Neue Testament bis in unser endzeitliches Geschehen hineinführen werden. Und heute habe ich dieses Thema beschrieben oder überschrieben mit dem Titel Die verzögerte Hochzeit. Eine Fortsetzung dessen, was wir das letzte Mal begonnen haben. Es geht mir in diesem Studium zurzeit um die Frage und um die Gedanken, die wir uns darüber machen wollten, welche Folgen es hatte, dass Israel im Alten Testament und auch zur Zeit Jesu damals diesen besonderen Wegbereiter, den angekündigten Wegbereiter, den sogenannten zweiten Elia in der Person des Johannes des Täufers verwarf. Und ich bin nach wie vor der Überzeugung und komme immer mehr zu der Überzeugung und zu der besonderen Wichtigkeit dessen, was eigentlich durch diese ganze Geschichte der Vorbereitung im Volk Israel für Schaden angerichtet worden ist. Und wie viel versäumt worden ist und welche schwerwiegenden Folgen das auf die weitere Geschichte Israels, aber nicht nur auf die Geschichte Israels, sondern auf die gesamte Weltgeschichte hat und hatte und auch in Zukunft noch haben wird. Es ging letztendlich nicht nur, das haben wir jetzt in den letzten Themen immer wieder angesprochen, nicht nur um die Verwerfung eines Wegbereiters, sondern vieler Wegbereiter, die Gott im Alten Testament hatte und durch die er sein Kommen und die endgültige Erlösung und Wiederherstellung all dessen, was durch die Sünde verloren gegangen ist und zerstört worden ist, das Ganze wieder eben herzustellen. Und das ist eine lange Geschichte, in der wir uns befinden und immer noch befinden. Und ich denke, je mehr wir über die Vergangenheit wissen, desto leichter sollten wir es tun, uns für die Gegenwart richtig einzustellen und auch für die Zukunft uns recht vorzubereiten und das rechte Verständnis dafür zu haben, was eigentlich Gott von jedem Einzelnen von uns und von jedem einzelnen Menschen auch auf dieser Welt erwartet und wie wichtig es ist, dass die Welt, in der wir leben, dass sie auch die rechte Wahrheit über diesen ganzen Plan der Erlösung und den Plan der Wiederherstellung erfährt. Und Gott hat sich von Anfang an besonders Menschen auserwählt. Er hat sich im alttestamentlicher Zeit dann irgendwann einmal das Volk Israel erwählt als ein besonderes Volk. Und die Geschichte dieses Volkes sollte letztendlich auch uns in der Bibel als Lehrbeispiel beschrieben sein. Und jeder, der die Bibel liest, der wird merken, dass eigentlich die gesamte alttestamentliche Geschichte, aber auch neutestamentliche Geschichte der Bibel und die Botschaften der Bibel alle einzig und allein immer im Zusammenhang mit der Geschichte des Volkes Israel gegeben sind. Das heißt, es muss die Geschichte Israels etwas Besonderes für sich haben. Und wenn die ganze Bibel sich praktisch um diese Geschichte handelt, dann sollte uns verständlich sein, dass wir eigentlich auch den Großteil unserer Predigten, unseres Nachdenkens
mit der Geschichte Israels zu beschäftigen haben würden. Vor der Zeit Jesu, zur Zeit Jesu und dann auch nach dieser Zeit Jesu, was daraus eben entstanden ist. Wir haben das letzte Mal von einer schon bestimmten Folge gesprochen, die die Verwerfung der Wegbereiter hatte. Zunächst einmal hat das dazu geführt, dass der Sohn Gottes dann letztendlich verworfen wurde, der Messias, den sie ja eigentlich erwartet haben und der angekündigt und vorbereitet wurde. Sie haben ihn letztendlich aus dem Weinberg geworfen. Wir haben das mit diesem Gleichnis in Verbindung gebracht, ja. Und dadurch ging ihnen als erste gravierende weitere Folge dieser Verwerfung der Wegbereiter und des Sohnes Gottes auch das Reich Gottes verloren. Individuell, aber auch zeitlich, die Errichtung des Reiches Gottes. Und es kam, wie wir schon angedeutet haben, letztendlich auch zu einer Verzögerung des Reiches Gottes, der Errichtung des Reiches Gottes. Und das wollen wir heute in diesem Bild der verzögerten Hochzeit uns näher anschauen. Ich möchte euch einladen, dass wir auch zu diesem Thema uns besinnen, dass Gott uns Weisheit geben möge und dass wir uns mit Gott verbinden wollen und im Gebet stille werden wollen. Lieber himmlischer Vater, wir wollen dir auch heute Abend wieder danken für diese Gelegenheit, die du uns gibst, dass wir über diesen Weg wieder miteinander über dein Wort nachdenken dürfen. Wir haben ein wichtiges Thema vor uns, in dem du uns wieder tiefe Einblicke geben möchtest über dein Handeln in der Geschichte der Vergangenheit und wo du uns Lehren vermitteln möchtest, die uns helfen sollen, auch unser persönliches Leben in deinem Sinne zu gestalten und aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen, so dass wir es besser machen können und dass wir zu den Menschen gehören, die einmal wirklich vorbereitet sind, wenn du kommen wirst in den Wolken des Himmels, um deine Braut zu dir zu holen und um dieses Fest der Hochzeit des Lammes mit deiner Brautgemeinde zu feiern. Führe uns heute Abend in diesem Thema und schenk uns die rechten Gedanken, halte das Störende fern und segne all die, die heute wieder dabei sind und die auch diese Stunden und dieses Thema jetzt hier auch mithören und nachhören werden. Hab Lob und Preis für deine Gegenwart und für deine Liebe und Gnade, mit der du uns immer wieder begleitest. In Jesu Namen. Amen. Gut, ich möchte euch heute gleich einladen, dass wir miteinander dieses Gleichnis noch einmal aufschlagen in Matthäus Kapitel 22. Matthäus Kapitel 22, da haben wir zwei Gleichnisse hintereinander, in dem Jesus eigentlich das Schicksal der Wegbereiter des ersten Kommen Jesu, wie wir es jetzt im Nachhinein definieren können, uns schildert. Und das, was daraus entstanden ist. Das erste, wie schon gesagt, das Gleichnis von den bösen Weingärtnern. Ganz eigene Perspekte, die hier zum Vorschein kommen, wo Jesus hier die Geschichte Israel, die tragische Geschichte Israels in diesem Gleichnis verpackt hat. Und eben die Verwerfung der Propheten und die Verwerfung seines Sohnes und dessen, was daraus dann für das Volk unmittelbar entstanden ist. Und im selben Sinne, nur von einem anderen Bild her, haben wir jetzt dieses Bild von der königlichen Hochzeit. An sich ein bekanntes Bild, aber ich möchte euch einladen, dass wir dieses Gleichnis noch einmal gemeinsam als Ganzes ganz bewusst durchlesen. Und während wir da lesen, macht sich jeder schon Gedanken darüber, welche Dramatik wir hier in diesem Gleichnis vorfinden und was wohl diese Geschichte letztendlich uns sagen möchte, dieses Gleichnis. Und dabei wollen wir uns auch erinnern daran, dass Jesus diese Geschichte nach dem Einzug in Jerusalem erzählt hat. Denn ihr habt in Kapitel 20, Kapitel 21 den Einzug in Jerusalem, ja,
Dann habt ihr im Kapitel 21, wo er dann in den Tempel ging und dann den Tempel reinigte, wo er diesen Feigenbaum verflucht, wo dann seine Autorität in Frage gestellt wird, wenn ihr Matthäus 21 diese verschiedenen Abschnitte anschaut, und wo Jesus dann dieses Gleichnis von den bösen Weingärtnern und jetzt von dieser königlichen Hochzeit erzählt. Also wir versetzen uns damit in die Zeit einige Tage, vielleicht waren es 2, 3 Tage, bevor man Jesus gefangen genommen hat. Das war also eine letzte dringliche Botschaft und es ist offensichtlich auch das letzte Gleichnis, das Jesus vor seinem Tod und vor seinem Kommen dann in einer gewissen Weise gebracht hat. Außer dann die Geschichte, wir werden dann sehen, die Geschichte der Endzeitrede, die kommt in Kapitel 24 und dann kommen doch noch einige Gleichnisse, die noch einmal diese Dringlichkeit des Himmelreiches darstellen. Und da gehört das Gleichnis von den 10 Jungfrauen dazu, wo wir auch wieder den Gedanken irgendwo einer Hochzeit haben. Das heißt, dieses Bild der Hochzeit zieht sich in verschiedenen Gleichnissen durch und auch im Alten Testament ist eigentlich dieser Gedanke der Hochzeit, dass sich Gott mit seinem Volk verehelichen möchten. Wir werden heute einen Text lesen von einer Verlobung, nicht? Wo Gott sich mit seinem Volk verloben möchte, dass dieses Bild sich durch die ganze Bibel zieht bis hin zur Offenbarung, wo wir dann auch heute bei diesem Bild der Hochzeit hinkommen werden. Lesen wir also jetzt hier das, was Jesus in diesem Gleichnis erzählt hat. Kapitel 22, Matthäus, ab Vers 1. Und Jesus hob an und redete abermals in Gleichnissen zu ihnen und sprach: Das Himmelreich ist gleich einem Könige, der seinem Sohn Hochzeit machte. Und er sandte seine Knechte aus, dass sie die Gäste zur Hochzeit riefen, und sie wollten nicht kommen. Da steht jetzt nicht, sie konnten nicht kommen, sondern sie wollten nicht kommen. Abermals sandte er andere Knechte aus und sprach: Saget den Gästen, siehe, meine Mahlzeit habe ich bereitet, meine Ochsen und mein Mastvieh geschlachtet und alles bereit, kommt zur Hochzeit. Und da muss man sich schon irgendwo versuchen hineinzudenken, wenn da eine große Hochzeitgesellschaft da ist und achtet, meine Ochsen, mein Mastvieh in Mehrzahl ist geschlachtet. Was muss das für eine große Hochzeit sein, die hier vorbereitet wird? Der König tut alles, hat seine Diener, die diese Hochzeit vorbereiten und eine große Menge von Leuten ist wohl hier bei dieser Hochzeit zu erwarten. Nicht wie von einem gewöhnlichen Volk jemand, sondern der König mit seinem Sohn möchte Hochzeit. Das ist ja allein schon eine Hochzeit, die ja eigentlich das ganze Land, ein ganzes Reich eigentlich dann betrifft, wo die ganzen Gäste geladen werden, nicht aus den alten Provinzen und Ländern, in denen eben dieser König eben sein Reich beherrscht. Das wollen wir uns da richtig vergegenwärtigen. Und jetzt diese Hochzeit ist bereit und was stellt man fest? Die Gäste kommen nicht. Ja? Ja, was machen wir mit dem Essen, nicht? Das da vorbereitet ist? Das ist ja ein großes Problem und das muss ja ein Schock gewesen sein. Wir haben es hier mit einem Gleichnis zu tun und wahrscheinlich hat kein König auf dieser Erde jemals sowas erlebt, was Jesus hier in diesem Gleichnis so schildert. Aber wenn sowas stattfindet, dann muss man sich vorstellen, in welchem Schock der König ist und wie der Sohn, dem diese Hochzeit gemacht ist, wohl fühlen müsste, wenn da plötzlich niemand zur Hochzeit kommt. Ja, die Gäste, die geladen sind, kommen nicht. Das ist ja im Grunde genommen, muss sich der König und sein Sohn die Frage stellen, ja, was haben wir falsch gemacht? Mögen uns die Leute nicht? Haben sie einen Hass gegen uns? Oder was ist los? Was ist verkehrt gelaufen? Also da kann man sich ja hineindenken, nicht? Was dafür jeder von euch, der eine Hochzeit gefeiert hat und der eine Hochzeit organisiert hat und Gäste eingeladen hat und dann ist der Tag der Hochzeit da, alles ist vorbereitet und dann kommen die Gäste nicht. Ja, das muss ja ein Schock sein für das Brautpaar, wenn sie sowas erlebt. Das ist die Dramatik, die wir da drinnen haben. Und dann heißt, der sendet seine Knechte aus und dann heißt es hier im Vers 5, aber sie verachteten das. Also die ersten wollten einfach nicht kommen, gaben gar keinen Grund an, warum sie nicht kommen wollten, nicht? Und die zweiten, die dann da ausgesandt wurden, die wurden verachtet in dem, was ihnen gesagt wurde. Einer
Sie gingen hin, einer auf seinen Acker, der andere zu seinen Hantierungen. Also sehr dramatisch, nicht? Dass man sagt, also für den ist der Alltag, die alltägliche Arbeit ist für den wichtiger als jetzt diese besondere Hochzeit für den, bei einem Königssohn. Das ist ja eine unwahrscheinliche Beleidigung, ein Affront gegen den König und seinen Sohn. Und dann heißt es im Vers 6 weiter, etliche aber griffen seine Knechte, höhnten und töteten sie. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwo auf dieser Welt jemals eine Hochzeit stattgefunden hat, die sowas erlebt hat, wo man sowas erlebt hat. Das wäre sicher irgendwo historisch aufgezeichnet, und falls jemand von euch irgendwo seine Geschichte kennt, in der Praxis, wo er weiß, ja, da hat es aber doch sowas gegeben, da wäre ich sehr interessiert. Ich bin nicht total historisch informiert, da gibt es andere, die da besser informiert sind, aber mir ist da so eine Dramatik nichts bekannt. Ja. Jesus erzählt also hier eine fiktive Geschichte, die es ja in der Realität gar nicht gibt. Und doch ist es die Geschichte, die hier erzählt wird, die irgendwo mit Gott und seiner Braut, mit Jesus und seiner Braut zu tun haben muss. Dann heißt es weiter, nach dem Vers 6, nicht, wo es heißt, etliche aber griffen seine Knechte, höhnten und töteten sie, da war der König zornig. Und jetzt kommt die Reaktion des Königs, der da hineinkommt, schickt seine Heere aus und brachte diese Mörder um und zündete ihre Stadt an. Also eine Hochzeit, die zu einem Chaos führt, eine Hochzeit, die zu einem Schlachtfeld wird, eine Dramatik, wie man sich sagt, man freut sich jetzt auf ein schönes Fest und das endet in einem furchtbaren Blutvergießen. Ja? Auf der einen Seite die Knechte, die umgebracht werden, und dann reagiert der König mit seinen Heeren und bringt nicht nur diese Knechte um, sondern die ganze Stadt wird da umgebracht, nicht? Und angezündet. Also dramatisch. Dann geht die Geschichte weiter, sprach er zu seinen Knechten, die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Gäste waren es nicht wert. Das heißt, der König hat jetzt den Gedanken oder die Idee oder dieses Vorhaben, seinem Sohn Hochzeit zu machen, nicht aufgegeben. Aber unter welchen Umständen, was muss das für den König selber für eine Dramatik sein? Was er hier, man muss sich vorstellen, er schickt seine Heere aus, das war ja nicht irgendetwas, da muss man eine Armee zusammenstellen, nicht, und ihr einen Befehl geben und eine Stadt einfach so zu erobern, war das ja sicherlich auch nicht einfach. Da wird ja Widerstand gewesen sein, da vielleicht sind auch einige von den Heeren des Königs umgekommen. Steht nicht da, aber man kann ja diese Geschichte ein bisschen sich plastisch vorstellen, was sich da abspielt, welches Blutvergießen, nicht? Und dann sagt der König, ja, aber die Hochzeit sollte doch stattfinden. Ich möchte meinem König eine Hochzeit, meinem Sohn eine Hochzeit machen. Und die Knechte gingen aus. Also, ja, der Befehl ergeht, nicht? Die Gäste waren es nicht wert, im Vers 9 dann. Darum geht hin auf die Straßen und ladet zur Hochzeit, wen ihr findet. Das heißt, nicht mehr die Gäste, sondern die Fremden. Ja, die eigentlich gar nicht so ursprünglich gedacht waren, dass sie bei dieser Hochzeit teilhaben sollten. Fremde Leute, draußen auf der Straße. Und dann heißt es, und die Knechte gingen aus auf die Straßen und brachten zusammen, wen sie fanden. Böse und Gute. Und die Tische wurden alle voll. Also richtig das Geschmeiß im Volk, kann man sagen, nicht? Der Abschaum des Volkes, würde man sagen, die Armen, die vielleicht auch wirklich kriminelle Leute, Verbrecher, die da eingeladen worden sind, seltsam, nicht? Gäste, vornehme Gäste, die kommen nicht, die verachten das, und nachdem da keine Gäste mehr übrig geblieben sind, dann schreitet der König zu seiner Einladung und schickt einfach irgendwo hin und lasst alle möglichen Leute zu kommen. Nicht nur Böse, sondern auch Gute. Also darunter waren auch sehr viele gute Menschen drinnen. Die Tische waren alle voll. Da ging der König hinein, die Gäste zu besehen. Und sah allda einen Menschen, der hatte kein hochzeitliches Kleid an. Und sprach zu ihm, Freund, wie bist du hereingekommen? Und hast doch kein hochzeitliches Kleid an.
Er aber verstummte. Da sprach der König zu seinen Dienern: Bindet ihm Hände und Füße und werfet ihn in die Finsternis hinaus. Da wird sein Heulen und Zähne klappern. Dem viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Meine lieben Freunde, wenn wir das so lesen, ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, wenn ihr euch das richtig plastisch vorstellt, welche Dramatik hier geschildert wird, dann muss man sich ja auch irgendwo fragen, was ist das für ein eigenartiger König? Auf der einen Seite ein liebenswürdiger König, der das Interesse hat, Gäste, viele, viele Gäste zur Hochzeit seines Sohnes zu laden, aber gleichzeitig dann ein zorniger König ist, der auch bereit ist, hier einfach also Gäste, die nicht kommen wollten und die dann irgendwo sogar seine Knechte umgebracht haben, ebenfalls umzubringen, ihre Stadt anzuzünden. Und dann letztendlich kommt da jemand hinein in diesen Hochzeitssaal und der hat nicht das richtige Kleid an und jetzt wird der hinausgeworfen, nicht aus diesem Hochzeitssaal und mit Händen und Füßen gebunden. Auch wieder ein eigenartiges, gewaltvolles Vorgehen eigentlich, das man hier erkennen kann. Und draußen außer dem Saal wird dann Heulen und Zähneklappern sein. Und da fasst Jesus dann diese ganze Geschichte zusammen, indem er im Vers 14 dann einfach sagt: Denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Worum geht es in dieser Geschichte? Wenn jemand jetzt einfach die Bibel aufschlägt und noch nie die Bibel gelesen hat, keinen Zusammenhang hat, und er liest das erste Mal eine solche Geschichte. Also ich würde gerne den Menschen wissen, was er sich dabei denkt, wenn er hier eine Geschichte liest von einer Hochzeit, von einem König und von dieser Dramatik, wie es hier beschrieben wird. Also da muss sich jemand, ich weiß nicht, zu welchen Gedanken er kommen würde. Wir können diese Geschichte nur aus dem gesamten Zusammenhang verstehen. Jesus hat hier diese Geschichte den Juden seiner Zeit, den Pharisäern und Schriftgelehrten erzählt. Da steht er vorher im Kapitel 21, Vers 45, als Jesus das Gleichnis davor, ja, von den bösen Weingärtnern erzählt hat. Da heißt es: Und da die hohen Priester und Pharisäer seine Gleichnisse hörten, verstanden sie, dass er von ihnen redete. Das heißt, das war nicht nur das einfache Volk, das ihm zugehört haben, sondern bei diesen Gleichnissen, bei diesen zwei Gleichnissen hier offensichtlich, waren Pharisäer und Schriftgelehrte, also Hohepriester, die geistlichen Führer des Volkes da, und die haben verstanden. Jesus hat hier durch diese Blume eines Gleichnisses gesprochen, und die haben sehr deutlich verstanden, dass er von ihnen redete. Und wie haben sie darauf gleich reagiert, schon im Gleichnis davor? Und das wird wahrscheinlich beim anderen nicht viel anderes gewesen sein. Ja. Im Vers 46: Und sie trachteten danach, wie sie ihn griffen. Aber sie fürchteten sich vor dem Volk, denn es hielt ihn für einen Propheten. Bei diesem Gleichnis haben sie da noch zurückgeschreckt, aber die Überlegung war schon: Wie können wir ihn greifen? Den müssen wir loswerden. Und achtet, wenn wir jetzt das andere Gleichnis bis zum Ende, bis zum Vers 14 haben wir gelesen, da haben wir dann im Vers 15 auch eine Reaktion von den Pharisäern. Und aus dem heraus können wir wieder erkennen, dass hier nicht nur das Volk zuhörte, sondern wirklich die Leute, um die es da eigentlich gegangen ist. Und vielleicht hat Jesus deshalb so streng und so dramatisch hier diese Geschichte geschildert. Da heißt es im Kapitel 22, Vers 15: Da gingen die Pharisäer hin und hielten einen Rat, wie sie ihn fingen in seiner Rede. Ja? Das heißt, jetzt haben sie da wieder beraten, und das war kurz vor, wie gesagt, einige Tage vor seinem Tod, und da haben sie jetzt innerhalb kürzester Zeit natürlich da nur mehr beratschlagt, wie können wir diesen Jesus jetzt loswerden. Das konnten sie nur, diese Reaktion ist nur erklärbar, wenn sie verstanden haben, dass er von ihnen redet, dass er sie hier angesprochen hat, dass da irgendwo ihre Geschichte drinnen ist, die Geschichte ihres Volkes. Und
Ich denke, von dieser Warte aus sollten wir jetzt dieses Gleichnis etwas anschauen. Der König kann dann in dem Fall wohl nur Gott sein, der seinem Sohne Hochzeit macht. Und jetzt ist die Frage, was ist mit dieser Hochzeit wohl gemeint? Wenn dieser Sohn Jesus ist. Gibt es da andere Beispiele drinnen? Denn Jesus wird da nirgends erwähnt. Ihr merkt, also es gibt da in diesem Gleichnis kommt überhaupt nicht irgendwas heraus, das wir vielleicht in die Nähe Jesu irgendwie bringen würden. Vom Sohn wird er ja dann in weiterer Folge überhaupt gar nicht mehr geredet. Da steht nur, er wollte seinem Sohn Hochzeit machen. Und dann ist eigentlich nur mehr die Geschichte erzählt zwischen dem König und den Knechten und denen, die da jetzt diese Hochzeit, Einladung abgelehnt haben. Ihr merkt, der Sohn kommt in diesem Gleichnis dann gar nicht mehr vor. Auch nicht mehr dort, wo der König hineingeht, die Gäste zu besehen. Da ist auch nicht vom König so die Rede, von diesem Sohn die Rede, sondern das findet offensichtlich alles vor der Hochzeit noch statt. Das heißt, all das, was hier geschildert wird in dieser Rede, ja, findet in der Realität dann, muss sich dann im übertragenen Sinn, in der Geschichte irgendwo abspielen, bevor Jesus, wenn der Sohn Jesus ist, bevor Jesus sich dann letztendlich mit seiner Braut irgendwo bei diesem Hochzeitsfeste wiederfindet. Und bis dorthin kommt er jedenfalls in diesem Gleichnis nicht vor. Deshalb die Frage, ist damit jetzt wirklich Jesus gemeint bei dieser Hochzeit? Gibt es da andere Stellen, wo irgendwo der Gedanke uns nahegelegt wird, dass Jesus mit einer Hochzeit in Verbindung gebracht wird, dass da ein König ihm eine Hochzeit vorbereitet und was kann man darunter verstehen? Ich habe vorher schon angedeutet, dass wir in dem Gleichnis der 10 klugen Jungfrauen, wo da vom Bräutigam die Rede ist, der da kommt und die Jungfrauen warten, dass wir dort schon ein Gleichnis haben, das auch in diese Richtung geht. Aber auf das werden wir dann später eingehen. Ich möchte euch jetzt bitten, in die Offenbarung zu gehen. Offenbarung Kapitel 19. Und wir werden von dort her dieses Bild der Hochzeit versuchen irgendwo darzustellen. Denn dort in diesem Gleichnis, das wir jetzt gelesen haben, findet die Hochzeit irgendwo nach einem langen Entwicklungsprozess statt, wo dem Sohn und dem König eine lange Zeit des Widerstandes von seinen Gästen vorausgegangen ist und dann doch wieder eine lange Zeit der weiteren Einladung zur Hochzeit und dann endlich irgendwo, bevor es zur Hochzeit kommt, noch einmal eine Überprüfung der Gäste. Da werden die Gäste noch einmal angeschaut, offensichtlich geht es für den König nicht an, dass da irgendwelche Leute drinnen sind bei dieser Hochzeit, die eigentlich dort nicht hin, die er nicht dort haben möchte. Das heißt, in letzter Konsequenz entscheidet der König selber, wer dann, obwohl er die Einladung zur Hochzeit angenommen hat, dann trotzdem an der Hochzeit teilnehmen kann oder nicht. Ja? Und das macht er dann höchstpersönlich. Und bevor er dann irgendwo seinen Sohn vielleicht dann in diesen Hochzeitssaal mit seiner Braut hineinbringen würde. Und davon ist aber in diesem Gleichnis dann nicht mehr die Rede. Deshalb sind wir angewiesen darauf, dass wir andere Geschichten uns anschauen, wo später in der Geschichte oder vielleicht schon vorher irgendwo in der Bibel kommt uns da dieser Gedanke einer Hochzeit unter. Und da haben wir in Offenbarung Kapitel 19 eine Geschichte und lesen wir hier von Vers 5 weg. Da wird Johannes in den Himmel versetzt in einer Vision und dort in diesem Himmel sieht er da einen großen Jubel, der da stattfindet. Und wir lesen da ab Vers 5, da mitten in diesem Jubel und da heißt es hier, und eine Stimme ging aus von dem Thron: Lobet unseren Gott, alle seine Knechte, die ihn fürchten, beide klein und groß. Und ich hörte, und es war eine Stimme einer großen Schar, wie eine Stimme großer Wasser und wie eine Stimme starker Donner, die sprachen: Halleluja,
Denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat das Reich eingenommen. Lasset uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Das heißt, hier wird ein Jubel im Himmel ausgesprochen, ein Jubel, der im Himmel stattfindet, für eine Hochzeit, die diesem Lamm gemacht wird. Ja? Und dieses Lamm in der Offenbarung ist natürlich eindeutig Jesus. Und niemand anderer als Jesus kann dieses Lamm sein, von dem hier die Rede ist. Und diesem Lamm wird die Hochzeit hier gemacht und jetzt wird hier gesagt, jetzt ist die Hochzeit des Lammes gekommen. Ja? Dann geht es weiter. Und seine Braut hat sich bereitet. Da habt ihr diesen Gedanken drinnen, dieser Hochzeit des Lammes, wo Jesus da mit seiner Braut zusammengeführt wird, wird eine Zeit der Vorbereitung geschildert, die stattfindet. Und ohne diese Vorbereitung gibt es eben nicht diese Hochzeit. Und das ist ja wohl in jeder irdischen Hochzeit so, jeder, der heiraten möchte, jede Braut, die sich mit einem Bräutigam vermählen möchte, hat eine Zeit der Vorbereitung und aber auch der Bräutigam selbst bereitet sich vor. Das geht auf beiden Seiten. Und natürlich auch die Eltern, Vater, Mutter und alle bereiten ja auch vor. Die sind ja auch mit beim Organisieren des Hochzeitsfestes. Und das ist offensichtlich auch hier. Und diese Vorbereitung, von der hier die Rede ist, wird in Verbindung gebracht auch mit einem besonderen Kleid, ja, das wir dort auch im Gleichnis gefunden haben. Da ist jemand, der hatte kein hochzeitliches Kleid an. Und hier haben wir im Vers 8 eigentlich eine Erklärung auch schon drinnen, was mit diesem hochzeitlichen Kleid gemeint ist. Und da steht hier, und es ward ihr gegeben, dieser Braut, ja, wird ihr gegeben, sich anzutun mit schöner, reiner Leinwand. Und die köstliche Leinwand aber ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Achtet darauf, hier ist nicht formuliert, wie das allgemein in der christlichen Theologie vordergründig dargestellt wird. Wenn man fragt, was ist denn das weiße Kleid, mit der die Braut, mit der der Gläubige dann einmal angezogen sein wird, dann wird meistens erklärt, dieses weiße Kleid ist die Gerechtigkeit Christi, mit der der Gläubige angezogen wird. Jesus schenkt den Gläubigen seine Gerechtigkeit, sein Kleid der Gerechtigkeit. Und wenn ihr das so lest, werdet ihr eigentlich nirgends finden in der Bibel, dass das in dieser Form gesagt wird. Ich kann euch keinen einzigen Text in der Bibel zeigen, wo drinnen steht, dass Jesus der Gemeinde sein Kleid schenkt. Ja? Oder im Alten Testament, ja, da steht, ihr könnt die Texte für euch selber nachlesen, da steht immer drinnen, Gott hat sie mit Kleidern der Gerechtigkeit angezogen, ja, mit den Kleidern des Heils. Im gewissen Sinne natürlich, wir verstehen, es hat sicher seine Bedeutung, warum man gerne sagt, das ist sein Kleid der Gerechtigkeit, aber ich möchte ganz konkret aufmerksam machen, wir haben hier dieses Bild eigentlich nicht, ja, von das ist sein Kleid. Ihr habt auch im Alten Testament bei Sacharja in der Vision von Kapitel 3 in Sacharja eine Geschichte, wo der Engel des Herrn vor dem hohen Priester steht, der schmutzige Kleider hat, ja, unreine Kleider. Und da steht auch nicht drinnen, dass dieser Engel des Herrn sagt oder irgendwie beschrieben wird als jemand, der jetzt sein Kleid auszieht und es dem hohen Priester Josua anzieht. Ja, ihr könnt das selbst dort nachlesen in Sacharja Kapitel 3, wo das eigentlich nicht so dort formuliert ist, sondern es steht drinnen, dass der hohe Priester dort, also der Engel des Herrn in Sacharja 3, denen, die vor ihm standen, den Auftrag gibt, ihm Feierkleider anzuziehen. Und da wird nicht gesagt, dass der Engel des Herrn sagt, zieht ihm mein Kleid an, ja? Gebt ihm mein weißes, mein schönes Gewand. Steht nicht dort. Wir haben ein anderes Gleichnis in Lukas 15, wo Jesus das Gleichnis vom verlorenen Sohn beschreibt.
Vielleicht schlagen wir das auf. Ja, das ist vielleicht eine Geschichte, die wir jetzt hier mit einbauen können. Und zwar in Lukas Kapitel 15. Ja, danke für diese Texte, die ihr dort, die da jetzt drinnen sind. Ihr könnt sie dort nachlesen, ja, in Saharia. Jetzt in Lukas Kapitel 15. Da kommt ja auch der verlorene Sohn mit seinen schmutzigen Kleidern nach Hause. Und da heißt es hier im Vers 20, vielleicht lesen wir von Vers 20 aus an, ja. Und er machte sich auf, der Sohn, und kam zu seinem Vater. Da aber noch ferne von dannen war, sah ihn sein Vater, und es jammerte ihn, lief und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten: Bringt schnell das beste Kleid hervor und tut es ihm an und gebt ihm einen Fingerreif an seine Hand und Schuhe an seine Füße. Achtet auch hier, der Vater sagt hier nicht: Lauft schnell und bringt ihm mein bestes Kleid, mein schönstes Kleid und zieht es ihm an. Es ist bemerkenswert, diese Sprache wird hier nicht gesprochen, die wir aber in unserer Theologie, in der christlichen Theologie, immer wieder in der Form formulieren. Sondern der Vater sagt auch hier: Geht schnell und bringt ihm das schönste Kleid, ja, das er offensichtlich für seinen Sohn vorbereitet hat. Also ich kann mir vorstellen, dass das Kleid muss ja von irgendwoher sein. Ja, es muss ja irgendwo einen Urheber haben. Und wenn der Sohn schon die längste Zeit weg ist, ja, könnte man meinen, da ist das jetzt das Kleid, das er schon einmal selber vielleicht zu Hause getragen hat. Oder war das ein Kleid, das der Vater in der Zwischenzeit vorbereitet hatte, in der Hoffnung, dass sein Sohn wieder zurückkommt und vielleicht kommt er mit schmutzigen Kleidern und mit einem zerrissenen Gewand und arm und jämmerlich zurück. Und da war der Vater in der Zwischenzeit einfach bereit, für seinen Sohn in dieser Hoffnung, dass er zurückkehrt, ein schönstes Kleid herzurichten. Das zeigt ja auch irgendwo die Liebe des Vaters, mit der er seinen Sohn erwartet hat und gesagt hat: Wenn der zurückkommt, der soll nicht als ein Knecht dienen, nicht, sondern der Sohn hat sich ja selber hier in diesem Gleichnis gar nicht mehr würdig gefühlt, seinen Sohn zu heißen. Nicht? Das hat er sich ja vorgenommen, seinem Vater zu sagen, was der Sohn dann gar nicht mehr über die Lippen bekommen hat, weil ihm der Vater schon über den Hals gefallen ist oder um den Hals gefallen ist und dann gleich diesen Befehl gegeben hat: Bringt ihm das schönste Kleid. Der kam gar nicht mehr auf die Idee zu sagen: Ich bin nicht mehr wert, deinen Sohn zu heißen, denn der Vater hat ihm eigentlich diesen Wind auf den Segel genommen. Ich frage mich, welcher Vater würde mit seinem Sohn, wenn er jahrelang sein ganzes Gut verprasst und so in der Gosse lebt, welcher Vater würde seinen Sohn, wenn er zurückkehrt, wieder so aufnehmen? Ja? Auch hier ein Gedanke, der sehr schön die Liebe Gottes darstellt, wie er bereit ist, jeden Sünder und seinen noch so ferne gelaufen und weggelaufen von ihm, dass er immer einen offenen Arm hat, um ihn zu empfangen. Ein weißes Kleid. Aber was ist dieses weiße Kleid? Ja. Dort in Offenbarung 19 haben wir jetzt ganz deutlich gelesen, es geht bei diesem weißen Kleid um die Gerechtigkeit der Heiligen. Und da gibt es ja eine Übersetzung, ihr habt da sicher vielleicht andere Übersetzungen, in Offenbarung 19, Vers 8, da heißt es eigentlich dem Grundtext entsprechend, nicht nur, sie sind aber, köstliche Leinwand aber ist die Gerechtigkeit der Heiligen, sondern steht sogar, das sind die gerechten Taten der Heiligen. Das heißt, das ist nicht etwas, was dem Menschen einfach, einem Sünder einfach so drüber gestülpt wird, sondern das ist etwas, was Gott den Menschen vermitteln möchte, wo er ihm helfen möchte, dass er zu gerechten Taten kommt. Bedeutet eigentlich, dass niemand damit rechnen kann, von Gott in ein weißes Kleid einfach so eingehüllt zu werden, wenn ihn Gott nicht dazu bringen kann, dass sein Leben aus gerechten Taten besteht.
Das widerspricht offensichtlich aber auch einer bestimmten Rechtfertigungstheologie, die wir oft manchmal hören, dass wir sagen, unsere Taten haben ja überhaupt nichts mit unserer Rechtfertigung zu tun. Gott rechtfertigt den Menschen unabhängig von seinen Taten. Aber wenn das ein Bild für die Rechtfertigung aus dem Glauben ist, ein biblisches Bild für die Rechtfertigung aus dem Glauben, dann müssen wir diese Idee, dann ist es meines Erachtens höchste Zeit, dass wir diese Idee einmal zumindest hinterfragen, woher sie denn kommt, dass die Taten der Gläubigen nichts mit ihrer Rechtfertigung zu tun haben, sondern dass nur der Glaube, allein der Glaube entscheidend ist, dass ich da einfach an Jesus glaube und bereit bin, sein Opfer für meine Sünden anzunehmen, und dann bin ich einfach gerechtfertigt, unabhängig davon, ob ich jetzt gerechte Taten tue oder nicht. Sondern eine wahre Rechtfertigung findet hier statt, und das bedeutet hier aber auch eine wahre Vorbereitung auf die Hochzeit. Ein wahres Teilhaben an der Hochzeit inkludiert auch diese Bereitschaft, dieses hochzeitliche Kleid zu tragen. Und dieses hochzeitliche Kleid hat mit gerechten Taten etwas zu tun. Da geht es jetzt nur um die richtige Übersetzung, ja, die man hat. Wie gesagt, achtet noch einmal, da steht nicht, diese Gerechtigkeit ist die Gerechtigkeit Christi, die einem einfach da irgendwie drüber gestülpt wird, sondern es hat etwas mit dem ganz praktischen Leben des Menschen zu tun. Und das gehört zur Vorbereitung für die Hochzeit dazu. Das bedeutet jetzt, wenn wir das auf unser Gleichnis übertragen, wir haben es hier mit dieser Hochzeit zu tun, die stattfinden wird, wenn die Frau bereitet ist. Das heißt, die Braut muss bereitet sein. Und wir wissen, dass der Zusammenhang, von dem hier die Rede ist, ist das eindeutig ein Bild, das eigentlich den Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu in Verbindung bringt. Wir haben, wenn wir das im weiteren Text lesen, gleich im Vers 11, heißt es ja, und ich sah den Himmel aufgetan. Und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, hieß treu und wahrhaftig und richtet und streitet mit Gerechtigkeit. Seine Augen sind wie Feuerflamme, auf seinem Haupt viele Kronen, und er trug einen Namen geschrieben, den niemand wusste als er selbst. Und da wird uns in diesem Bild eigentlich dann die Wiederkunft Jesu geschildert, wenn ihr das weiterlest. Jesus, der weiße Reiter, nicht, den wir auch im ersten Siegel, in Kapitel 6 dort drinnen haben, der ausreitet zu siegen, also siegreich und um zu siegen. Und hier haben wir diesen Reiter als den König der Könige. Ihr könnt das im Vers 16 noch lesen. Er trägt einen Namen geschrieben auf seinem Kleid und auf seiner Hüfte: König aller Könige und Herr aller Herren. Und dann kommt es hier auch zu einem Gericht. Das heißt, und ich sah einen Engel in der Sonne stehen, und er rief mit großer Stimme und sprach zu allen Vögeln, die unter dem Himmel fliegen: Kommt, versammelt euch zum großen Mahl Gottes. Und das ist jetzt auch interessant. Es gibt hier zwei Male, ja, das Abendmahl, das Hochzeitmahl, ja, des Lammes. Ihr habt hier im Vers, Kapitel 19, Vers 9, und er sprach zu mir: Schreibe, selig sind die, zum Abendmahl des Lammes berufen sind. Da ist vorher von der Hochzeit des Lammes die Rede, und gleich darauf ist vom Abendmahl, das ist das Hochzeitsmahl offensichtlich, ja, von dem hier gesprochen wird, wo Menschen eingeladen sind, teilzuhaben. Und demgegenüber haben wir das Mahl der Vögel und der unreinen, der Vögel, und im Kapitel 19, Vers 17, ja, haben wir dort gelesen. Ein rief mit großer Stimme zu allen Vögeln, die unter dem Himmel fliegen: Kommt, versammelt euch zum großen Mahl Gottes, dass ihr esset das Fleisch der Könige und der Hauptleute und das Fleisch der Starken und der Pferde und derer, die darauf sitzen, und das Fleisch aller Freien und Knechte, der Kleinen und Großen. Und ich sah das Tier und die Könige auf Erden und ihre Heere versammelt. Merkt ihr, da ist eine Versammlung, die hier stattfindet, und auf der anderen Seite ist eine Versammlung zur Hochzeit des Lammes. Bei welchem Mahl
wollen wir einmal dabei sein? Bei welcher Versammlung zu einem Mahl wollen wir dabei sein? Das ist hier eine Entscheidung, die Gott hier in dieser Vision dem Propheten Johannes vorlegt. Ja? Das ist ein Bild, eine Vision, wo im Voraus Gott aufzeigt, was mit der Hochzeit des Lammes parallel einhergeht. Hochzeit des Lammes, Freudenfest über Erlösung, Freudenfest nach einer großen Zeit der Trübsal und eines trübseligen Lebens hier auf dieser Erde, aber gleichzeitig Gericht für alle jene, die offensichtlich nicht bei dieser Hochzeit sind. Und das muss ja dann einen Grund haben, warum die nicht bei der Hochzeit, beim Hochzeitsmahl sind, sondern warum sie sich dort versammeln. Und diese Vögel, nicht, die da sind, die da beschrieben werden, ist ja ein Bild, ja, das wir hier deuten können. Das müssen nicht unbedingt buchstäbliche Vögel sein, die dann das Fleisch der Könige essen werden, sondern es ist wirklich auch ein Bild vielleicht für ungläubige Menschen, ja, die dann irgendwo einmal über ihre eigenen Führer herfallen werden, die sie verführt haben. Ja? Könige und Reiche und so weiter, wie sie beschrieben werden. Ja? Einer verführt den anderen und dann kommt man zusammen und letztendlich steht man auf der verkehrten Seite. Wir leben heute in einer Welt eigentlich, und das war immer schon so, wo es immer zwei Möglichkeiten gab, wohin der Mensch sein Leben orientiert. Entweder er will einmal für immer mit Gott versammelt sein und dann auch mit seinen Engeln im Himmel ein himmlisches Fest feiern, oder der Mensch lehnt das ab und ist dann nicht auf der Seite des Hochzeitsfestes des Lammes, sondern bei diesem Mahl, wo dann alles gefressen wird. Also ein tragisches Bild, auch ein schreckliches Bild. Zusammenfassend also hier, Hochzeit des Lammes ist einerseits ein Freudenfest der Erlösung, aber andererseits gleichzeitig parallel ein Gerichtstag, der hier beschrieben wird. Haben wir diesen Gedanken auch in diesem Gleichnis von der Hochzeit, von dem Jesus hier spricht? Wenn wir zurückgehen zu Matthäus 22, Matthäus 22, dann haben wir eigentlich genau das auch dort. Das heißt, letztendlich findet auch hier eine Hochzeit statt, bei der aber auch ein Gericht parallel einhergeht. Nämlich für die, die sich nicht recht vorbereitet haben, oder zunächst einmal für die, die die Hochzeitseinladung für diese königliche Hochzeit nicht einmal angenommen haben. Die Gäste, die da nicht gekommen sind, die finden ein Gericht, aber dann auch solche, die sich zwar einladen haben lassen, aber dann doch kein hochzeitliches Kleid haben. Also es gibt zwei Möglichkeiten hier, auf der falschen Seite zu sein und letztendlich unter dem Verlust des ewigen Lebens zu kommen. Das ist, dass ich die Einladung des Evangeliums, von dem hier offensichtlich die Rede ist, die Einladung an die Gäste, kann nichts anderes sein als eine Einladung: kommt zu Gott, kommt und verbindet euch mit ihm, geht mit ihm eine Beziehung ein. Ja? Geht weg von eurem irdischen Leben, von eurem irdischen Handeln, vom Götzendienst, von weltlichen Treiben und weltlichen Interessen, sondern hin zu Gott. Das kann nur mit dieser Einladung gemeint sein. Die kann man prinzipiell ablehnen, ignorieren, das interessiert mich nicht, nicht? Die sind immer gezwungen, dass er irgendwo die Botschaft Gottes annimmt oder dass er sich darum kümmert. Gott ist tolerant, er ist frei, er zwingt niemanden. Der König hat niemanden gezwungen, er ist da nicht hinausgegangen und hat die Gäste zweimal eingeladen. Ja? Eigentlich schon, ja. Zuerst einmal die Gäste hat sie gerufen, dann sie wollten nicht kommen, dann sandte er sie noch einmal zu den Gästen. Es gab ja hier eine zweimalige Einladung, ja. Das können wir hier noch einmal betonen, im Kapitel 22, Vers 3, eine erste Einladung an die Gäste und dann eine zweite Einladung mit dem Hinweis, das Mastvieh schon geschlachtet, also jetzt wird es noch intensiver.
Und dann erst, als die das verachteten haben, dann geht die Einladung an andere. Also die haben das einmal angeladen und dann die anderen haben sich aber einladen lassen, aber trotzdem war da einer, der dieses hochzeitliche Kleid nicht hat. Und jetzt könnte man meinen, wenn das ein Bild ist für die Situation am Ende der Zeit, dann ist es eigentlich nicht so tragisch, nicht? Dann könnte man sagen, na gut, dann wären wirklich der Großteil derer, die irgendwo einmal das Evangelium angenommen haben, die sich vielleicht Jesus angeschlossen haben, die irgendwo sich vorbereiten auf die Wiederkunft Jesu, dass da nur wirklich ganz Einzelne verloren sein würde, da ist ja nur ein Mann letztendlich, der da hinausgeworfen wird. Wird es in der Realität auch so sein? Ich glaube, dass Jesus hier diesen einen Mann herausgreift, damit wir uns konzentrieren auf diesen einen Mann. Was hat dem gefehlt? Da wollte er einen Akzent setzen auf etwas, was den Lesern und den Hörern dieses Gleichnisses bewusst gemacht werden sollte. Aber in Realität werden vielleicht bei dieser Untersuchung, von der hier die Rede ist, die der Wiederkunft Jesu in dem Fall und die dem letzten, der Hochzeit des Lammes vorausgeht, ja, die werden in dieser Untersuchung, also diese Untersuchung geht dieser Hochzeit voraus und da wird es in Realität vielleicht mehr geben als nur einer, der dann hinausgeworfen wird. Ich glaube, dass wir dieses Gleichnis jetzt gleichzeitig in Verbindung bringen können mit der Geschichte von den klugen und törichten Jungfrauen. Dort haben wir schon eine Teilung 50-50, ja, oder 5-5, nicht? Also 50% meine ich hier. 10 Jungfrauen, die bereit waren oder die auf den Bräutigam gewartet haben, die einfach bei der Hochzeit teilnehmen wollten und dieses Fest feiern wollten. Aber dann sagt Jesus, 5 bei diesen vorbereitenden Jungfrauen sind klug, aber 5 sind töricht. 5, das heißt, die Hälfte davon, die sich vorbereiten, wird nicht dabei sein. In der Realität, wenn wir dann wieder in die Geschichte der Offenbarung sehen werden, dann werden wir drauf kommen, na, eigentlich muss man davon ausgehen, dass nicht einmal die Hälfte von denen, die grundsätzlich auf die Wiederkunft Jesu warten, also Christen vielleicht, die auf die Wiederkunft Jesu warten, vielleicht nicht einmal die Hälfte dabei sein werden, sondern in letzter Konsequenz lesen wir in der Offenbarung, und das ist auch im Alten Testament immer wieder davon die Rede, von einer kleinen Herde, von einer übrigen Schar. So dass wir die Gleichnisse, die wir hier haben, von allen möglichen Seiten betrachten müssen, aber auch von der letztendlichen Prophetie her betrachten müssen, dass wir nicht zu falschen Schlussfolgerungen kommen und uns vielleicht nicht in einer falschen Sicherheit wiegen, zu glauben, das ist eine einfache Geschichte, nicht? Der Großteil wird eh dabei sein und ja, es ist einfach wichtig, dass man dabei ist und dass man wartet und dann wird schon gehen. Ich denke, dass diese Gleichnisse, die Jesus erzählt hat, eigentlich eine große Dramatik schildern und die Dringlichkeit einer richtigen Vorbereitung sehr deutlich machen. Aber lasst uns nun jetzt diesen Gedanken etwas verfolgen. Was geht jetzt hier, was kommt hier nach dieser Einladung? Ja, wir haben jetzt hier dieses Bild der Einladung, auf die wir dann später nochmal zurückkommen werden, wo man sagen können, ja, wo hat sich denn das in der Geschichte abgespielt? Jedenfalls haben wir hier ein Bild in dieser Hochzeit, dass der König mit seiner Hochzeit lange, lange, lange warten musste. Dass die Hochzeit schon längst bereit gewesen wäre, aber durch diese Umstände, dass die Gäste nicht bereit waren, hat sich die Hochzeit in dem Sinn verzögert. Und das ist für mich hier dieser wichtige Gedanke, den wir hier drinnen haben. Es kam tatsächlich zu einer Verzögerung der Hochzeit. Und jetzt achtet, wenn wir da jetzt von einer verzögerten Hochzeit sprechen, und diese Hochzeit hat aber etwas zu tun mit der Wiederkunft Jesu, wie wir sie heute sehen, oder ganz einfach mit der endgültigen Erlösung der Menschen, die auf diese Hochzeit hin ihr Leben gelebt haben. Und letztendlich mit dem letzten Gericht, Hochzeit des Lammes und Endgericht
ist in dem Fall eigentlich dasselbe. Das bedeutet, wenn hier in diesem Gleichnis von Anfang an von einer Hochzeit die Rede ist, zu der Gott eingeladen hat, dann müssten wir uns die Frage stellen, was ist denn da damit in der Geschichte davor, bevor jetzt der König kommt und diese Stadt anzündet, nicht, und diese Mörder umbringt, wo diese Gäste eingeladen werden, wo tun wir denn das historisch hin? Wenn dort schon die Gäste zur Hochzeit gerufen worden sind und sagen, die Hochzeit ist eigentlich bereit, dann müsste das ja eigentlich ein Bild dafür sein, dass eigentlich das Kommen des Herrn und die Zeit für das Gericht Gottes und die Zeit für die Erlösung der Hochzeitgäste und des Volkes und damit die Erlösung für diese Welt, für Menschen, für aufrichtige Menschen in dieser Welt, schon längst irgendwo stattfinden hätte können, laut dieses Gleichnisses. Das Problem war nicht der König und sein Sohn, dass die nicht bereit waren für die Hochzeit, sondern das Problem, das uns hier in diesem Gleichnis geschildert wird, ist eigentlich, liegt an den Gästen. Und jetzt geht es natürlich darum, diese Gäste zu definieren. Hochzeit zu machen mit dem König, ein Bild für die Gemeinschaft, das könnte man mal so nennen, ein Eingehen der Gemeinschaft eines Gläubigen mit Gott. Ja? Und die Gäste, die da sind, wenn wir es hier mit dem jüdischen Volk zu tun haben, wenn die Pharisäer dann auch erkannt haben, dass er von ihnen redet, dann müssen wir das auch hier in der rechten Weise deuten. Welcher Unterschied besteht zwischen den Gästen, die da eingeladen worden sind, und dann die, die auf den Straßen, von den Straßen hereingeholt worden sind? Und das, Gäste sind natürlich immer, wenn man eine Hochzeit organisiert, dann sind die Gäste die in erster Linie die engste Familie, ja, die Verwandten, die engsten Freunde, die einfach zu dem Familienkreis dazugehören. Und dann ladet man erst irgendwo andere Gäste ein, weitere Freunde, weitere in der größeren Verwandtschaft und so. Und da müsste man sich fragen, ja, hat Gott auch in seiner Geschichte irgendwo besondere Gäste gehabt, besonders Auserwählte? Gäste sind ja auch hier ein Bild für die Auserwählten, ja, die ganz in der Nähe des Königs sind. Und ich denke, dass Jesus hier in diesen Gästen durchaus das Bild, dass wir durchaus hier das Bild da drinnen sehen können, des besonderen auserwählten Volkes. Das jüdische Volk, das unter allen Völkern in alter Zeit besonders von Gott erwählt wurde. Ja, wir erinnern uns an diese Erwählung am Berg Sinai, wo Gott durch Mose sagen lässt, ich will aus euch ein Königreich von Priestern machen, ein heiliges Volk. Und ich denke, wir greifen nicht daneben, wenn wir sagen, das kann sich nur diese Gäste auf das jüdische Volk in seiner Vergangenheitsgeschichte beziehen. Und dort hat Gott ja, zu diesem Volk Propheten gesandt, um sie zur Hochzeit zu rufen, das heißt, um sie zur Gemeinschaft mit Gott zu führen, in der rechten Vorbereitung mit ihm zu leben. Und das haben sie verweigert. Das heißt, sie wollten sich auf diese Hochzeit, auf diese Gemeinschaft mit Gott, auf dieses Himmelreich, ja? Wir wollen beides im Auge halten, die persönliche Gemeinschaft mit Gott, die im Himmelreich gipfelt. Und Gott wollte ihnen in dem Fall schon längst das Himmelreich nahe bringen, schon damals in alttestamentlicher Zeit. Und wir werden auf diesen Gedanken dann schon noch näher hinkommen. Wenn wir dann diese weitere Einladung anschauen, nicht? Wo er sagt, die Hochzeit ist bereit. Das heißt, der Abschluss, wenn Hochzeit, das Kommen des Herrn, die endgültige Erlösung und letztendlich auch das Gericht bedeutet, dann sagt Gott hier eigentlich in diesem Gleichnis, oder sagt Jesus eigentlich hier im Gleichnis, alles, was zur Hochzeit des Lammes, wie wir es jetzt in Zukunft noch erwarten, war eigentlich schon längst vorher, schon längst bereit. Das ist hier
ein ganz deutliches Zeichen. Aber die Gäste waren es nicht wert, sie haben sich dagegen gewehrt. Und dann kam es zunächst einmal zu diesem Gericht, wo der König ihre Stadt anzündet. Und da sind wir eindeutig bei der Zerstörung Jerusalems, nicht erst in der Zeit, vielleicht müssen wir beides da drinnen sehen, zweimal ist diese Stadt zerstört worden. Das kommt hier in diesem Gleichnis nicht vor. Da kommt nur von einer Zerstörung. Aber in der realen Geschichte ist Jerusalem zweimal zerstört worden, weil zweimal eigentlich diese Gäste nicht bereit waren. Das heißt, wir haben hier eine Wiederholung dieser Geschichte. Einmal in Babylon, so um 600 vor Christus etwa, nicht, wo Nebukadnezar Babylon zerstört hat, wo die Propheten verworfen worden sind die Zeit davor. Und dann lässt Gott noch einmal Propheten aussenden, nachdem schon einmal die Stadt angezündet wurde und da viele Menschen umgekommen sind, vergehen noch einmal über 600 Jahre und dann kommt noch einmal die Einladung. Inzwischen kommt selbst der Sohn, der kommt in diesem Gleichnis auch nicht vor, merkt ihr? Jesus, der Sohn, der hier ja auch noch einmal vom Himmel gesandt wurde als Prophet, um das Volk noch einmal zur Hochzeit zu rufen. Und Jesus kam mit dem Ruf mit Johannes dem Täufer zusammen und hat gesagt, das Himmelreich ist bereit, es ist da. Wir haben das in unseren vergangenen Themen besprochen. Also wir müssten eigentlich sowohl Johannes den Täufer als auch Jesus in diesen Knechten, von denen hier die Rede ist, ja, die da verachtet und verworfen sind und getötet wurden, auch irgendwo inkludieren. Und dann, nachdem sie das gemacht haben, nachdem sie letztendlich auch Johannes den Täufer und auch Jesus als Propheten verworfen haben, weil sie ihn nicht erkannt haben, schon gar nicht als Messias und schon gar nicht als König Israels haben sie ihn angekannt. Aber als Prophet war er unter ihnen bekannt und nicht einmal als Prophet haben sie ihn angenommen, als diesen einfachen Knecht. Dann sendet Gott ein zweites Mal seine Heere aus, lässt 70 nach Christus die Stadt anzünden und dann ergeht trotzdem weiterhin noch der Ruf. Ja? Wir sind hier also in Kapitel 21 in Matthäus. Ab Vers 7 müssten wir uns eigentlich in die Zeit nach 70 nach Christus einordnen. Denn das letzte Mal, wo die Stadt angezündet und zerstört worden ist, war 70 nach Christus. Und dann, ab diesem Zeitpunkt, sprach er zu seinen Knechten, die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Knechte waren es nicht wert, darum geht hin auf die Straßen und ladet zur Hochzeit, wenn ihr findet. Also üblicherweise wird diese zweite Einladung in theologischen Kommentaren mit der Einladung nach dem Tod Jesu eingeordnet, wo Jesus seine Jünger an die Straßen und an die Zäune schickt, nicht? Und wo er seine Jünger aussendet zu den Heiden, um sie einzuladen. Das stimmt auch nicht, aber wenn wir konsequent in dieser Auslegung dieses Gleichnisses sind, dann sind wir hier in Kapitel 7 eigentlich schon drüber. Ja? Da müssten wir eigentlich in Kapitel 22, Vers 5 und 6, wo es vor allem der Vers 6 steht, etliche aber griffen seine Knechte, höhnten und töteten sie, da gehören jetzt ja eigentlich auch schon die Apostel dort hinein. Denn außer Johannes sind alle Apostel ja schon wahrscheinlich vorher tot gewesen. Und zum Teil von Jakobus wissen wir, dass er geköpft worden ist. Von Petrus sagt man, dass er in Jerusalem gekreuzigt wurde. Und wir haben sonst von den anderen Aposteln eigentlich keinen konkreten Hinweis, außer dass es in der kirchlichen Tradition alle möglichen Geschichten gibt von diesen einzelnen Aposteln. Aber von der biblischen Geschichte her können wir nicht sagen, was mit den 12 Aposteln wirklich geschehen ist. Von Jakobus ist die Rede und von Johannes wissen wir, dass er eigentlich sein Leben bis zu Ende gelebt hat, mit dem Aufenthalt in Patmos, das war noch nach der Zerstörung Jerusalems, ja. Aber vor der Zerstörung Jerusalems waren einige der Apostel ja schon tot und sind auch verfolgt worden. Und jetzt sind wir hier im Vers 9 bis 10 eigentlich bei der Einladung des Christentums, der christlichen Gemeinde nach der Zerstörung Jerusalems, wo Missionare angefangen haben hinauszugehen in die römische Welt. Und die Gäste, die Heidenwelt einluden, da sind viele Missionare gewesen, die da in alle Länder gegangen sind. Und es hat im zweiten, dritten Jahrhundert eine riesige Mission gegeben im Römischen Reich.
Und wir wissen, auch diese Knechte wurden eigentlich umgebracht in der Realität. Und davon ist auch in diesem Gleichnis interessanterweise jetzt nicht die Rede. Da möchte ich euch aufmerksam machen, dass Jesus hier zwar Prinzipien aufgezeigt hat, ähnlich, also grundsätzliches Verhalten aufgezeigt hat, das alle jene erlebt haben, die als Einladende hinausgesandt wurden von Gott, dass sie immer mit Widerstand, mit Verachtung und letztendlich mit Tod und Martyrium rechnen mussten. Aber in diesem Gleichnis geht Jesus nicht auf diese einzelnen Geschichten ein. Aber es ist uns erlaubt, diese Geschichte auch in der Realität dann weiter zu verfolgen. Auch wenn Jesus hier sagt, dass diese Gäste dann alle gekommen sind, also diese, die dann nach der Zerstörung Jerusalems eingeladen worden sind, ja, da waren viele, die werden einfach beschrieben, die sind einfach gekommen, die Tische wurden voll. In Realität hat es hier eine, wenn wir das bis in unsere heutige Geschichte herauf übertragen, dann müssen wir feststellen, dass hier Millionen solcher Menschen, die andere versuchten einzuladen, zur Hochzeit zu kommen, Jesus anzunehmen, dass sie vernichtet worden sind und umgekommen sind, dass man auch diese Knechte verachtet hat. Und auch heute leben wir in einer Zeit, wo viele Missionare und gläubige Menschen da und dort ihr Zeugnis geben und versuchen, in allen Ländern der Erde Menschen einzuladen, zur Hochzeit zu kommen. Und es wird ihnen widerstanden und viele finden auch heute den Tod irgend auf brutale Art und Weise. Und ihr merkt, von denen allen spricht dieses Gleichnis jetzt eigentlich nicht. Da gibt es andere Beispiele und Prophezeiungen, wo Jesus das vorausgesagt hat, aber es ging ihnen hier um das Gleichnis, um eine bestimmte Grundidee. Ja? Was immer auch in dieser realen Geschichte dahinter steht, wissen wir, dass Gott schon längst dieser Welt und seinem Volk im Alten Testament die Hochzeit machen wollte, aber dass es zu einer Verzögerung dieser Hochzeit kam. Und nicht Gott hat es verzögert, und da hat Petrus recht, wenn er im Neuen Testament gesagt hat, der Herr verzögert die Verheißung nicht, sondern er hat Geduld mit euch. Das heißt, er hat Geduld mit Menschen. Aber meine lieben Freunde, welche Geduld hat denn Gott mit Menschen? Wenn Petrus dort das Wort gesagt hat, er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren geht, sondern dass jedermann sich zur Buße kehre, dann müssen wir in Realität aber auch sagen, ja, seitdem Petrus das gesagt hat, sind jetzt 2000 Jahre vergangen und viele von denen, auf die Gott damals gewartet hat, dass sie Buße tun, haben nicht Buße getan und dann sind viele Generationen neu geboren worden und ein Großteil dieser Menschen haben alle nicht Buße getan, trotzdem, dass ihnen das Evangelium verkündigt worden ist. Und die sind alle, die werden letztendlich ja auch nicht gerettet sein, sondern sie werden verloren werden, sie werden hinaus in die Finsternis geworfen, weil sie diese Einladung zum Teil nicht angenommen haben, aber vielleicht viele auch, weil sie sich letztendlich auf diese Hochzeit bei ihren Lebzeiten nicht recht vorbereitet haben. Wie auch immer, diese Dramatik dieser Zurückweisung der Einladung, sei es im Alten Testament durch die Propheten, sei es zur Zeit Jesu durch Johannes dem Täufer, sei es durch Jesus selbst und dann durch die Apostel und durch alle Gläubigen in der neutestamentlichen Geschichte, die Zurückweisung dieser Wegbereiter für diese Hochzeit des Lammes hat letztendlich vielen Menschen das Leben gekostet, wird auch in der Ewigkeit das Leben kosten, sondern hat auch letztendlich die Errichtung, die Aufrichtung des Reiches Gottes in weite Ferne gerückt. Das sollten wir hier auch klar verstehen. Jetzt wissen wir aber, und das ist ein weiteres Bild, das wir hier haben in diesem Gleichnis, dass mit der Einladung alleine es nicht getan ist. Und einfach mit dem Kommen, auch mit der Annahme der Einladung es nicht getan ist, dass man einfach da in den Hochzeitssaal kommt, jetzt müsste man ja die Frage stellen, ja, was ist denn mit diesem Hochzeitssaal gemeint, zu dem die Menschen kommen sollten?
Wofür könnte dieser Hochzeitssaal ein Bild sein? Die Gäste werden nicht irgendwo hingeladen, sondern in einen Hochzeitssaal. Die sollen dort zusammen auf die Hochzeit warten. Und ich meine, dass das durchaus ein Bild sein kann für eine Gemeinde, die Jesus von Anfang an haben wollte. Schon im Alten Testament hat Gott eine Gemeinde gehabt, das Volk Israel. Ja, wollte eine besondere Gemeinde daraus machen, aber es ist ihm nicht gelungen. Viele Heiden sollten dort Platz haben. Auch im Neuen Testament hat Jesus gesagt, er hat auf diesen Felsen, nicht, wo er dem Petrus sagt, will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Das bedeutet, dass auch Jesus im Neuen Testament von einer Gemeinde gesprochen hat. Und wo die sich versammeln soll, die gemeinsam auf die Wiederkunft warten sollte, aber gleichzeitig sollte diese Gemeinde gleich auch jeder Einzelne drin ein Knecht sein, der hinausgeht und andere zur Hochzeit ladet. Und in der ganzen Geschichte haben immer wieder Menschen auch diese Einladung angenommen und haben sich Jesus angeschlossen, sind im persönlichen Leben, haben eine Ehe mit Jesus im Glauben geschlossen. Man kann auch dieses Bild der Hochzeit durchaus auch mit dem Bild der Taufe im Neuen Testament in Verbindung bringen. Das heißt, die neutestamentliche Taufe steht ja auch unter dem Bild, dass wir hier einen Bund mit Gott eingehen, der auch sehr mit diesem Bild der Ehe in Verbindung gebracht wird. Und das hat ja immer stattgefunden, ja, dass solche Einladungen ergangen sind. Und dass Menschen auch diese bei Lebzeiten noch diese Verbindung mit Jesus eingegangen sind und sich auch recht vorbereitet haben. Aber nach diesem Gleichnis kommt dann doch, bevor es wirklich zur Hochzeit kommt, noch zu einer Untersuchung. Und das haben wir hier ganz deutlich in diesem Bild. Da geht der König hinein und untersucht noch die Gäste. Und da wird dann entschieden, wer wird dann letztendlich wirklich dabei sein. Jetzt ist es interessant, dass wir eine andere Geschichte haben. Und zwar schlagt da mal auf in Lukas 13. Und da haben wir jetzt ein Problem zu lösen, wann findet eigentlich diese Hochzeit konkret statt? Findet sie vor der Wiederkunft Jesu statt oder nach der Wiederkunft Jesu? Das, was wir dort in der Offenbarung gelesen haben, geht eigentlich in diese Richtung, dass hier die Hochzeit etwas ist, wo die Braut zu seinem Bräutigam kommt. Oder der Bräutigam zu seiner Braut kommt, wie wir das dann auch in dem Gleichnis von den 10 Jungfrauen haben, wo dann der Bräutigam kommt, die eine sind bereit und die gehen dann hinein mit dem Bräutigam, die Tür ist verschlossen und die anderen sind draußen, ne? Wo es auch steht, da wird heulen und Zähne klappern sein, wie es auch hier in diesem Gleichnis steht. Und deshalb die Frage, wann findet diese Hochzeit statt? Vor der Wiederkunft oder nach der Wiederkunft? Es gibt einen Text in Lukas Kapitel 13, der zu dieser Frage Anlass gibt. Trotzdem, dass wir dort in der Offenbarung zu dem Schluss gekommen sind oder zu dem Schluss kommen können, das findet bei der Wiederkunft Jesu statt oder eben dann nachher im Himmel dieses Mal. Ja. Aber in Kapitel 13 in Lukas haben wir einen Text im Vers. Das ist jetzt nicht dieser Text, in Lukas Kapitel, Entschuldige, in Lukas nicht 13, sondern Lukas Kapitel 12. Ja? In Lukas Kapitel 12, Vers 35 bis 36 einmal, da lesen wir hier, lasset eure Lenden umgürtet sein, sagt Jesus, und eure Lichter brennen. Und seid gleich den Menschen, die auf ihren Herrn warten, wann er aufbrechen wird von der Hochzeit, auf das, wenn er kommt und anklopft, sie ihm alsbald auftun. Hier habt ihr ein Gleichnis, wo der Mensch, also wo jemand selig gepriesen wird, ein Mensch, der selig gepriesen wird, wenn sein Herr von der Hochzeit kommt. Ja? Nicht, dass der zur Hochzeit gerufen wird, sondern zur Hochzeit kommt, sei gleich den Menschen, die auf ihren Herrn warten, wenn er aufbrechen wird von der Hochzeit. Der kommt von einer Hochzeit
und holt dann den, der sich vorbereitet hat, nach Hause. Das wäre so ein Bild, das eigentlich dem, was wir jetzt da vorhin gelesen haben, von dieser Hochzeit des Lammes irgendwie widerspricht. Ja? Und deshalb müssen wir uns hier die Gedanken machen darüber, von welcher Hochzeit wird hier gesprochen. Ja? Und die Erklärung ist eigentlich leicht zu machen, indem wir eine Hochzeit damals im Orient uns anschauen. Und das kann man auch mit Hochzeiten heute in Verbindung bringen. Auch bei uns heute ist es so, dass eine Hochzeit aus zwei Feiern eigentlich und aus zwei Akten besteht, ja, in zwei Phasen besteht. Wir würden heute sagen, das ist die standesamtliche Hochzeit, wo die Braut und Bräutigam vor dem Staat ihr Versprechen geben und ihr Jawort geben, wo der juristische Akt durchgeführt wird, ja, wo die Brautzeugen da sind, nicht, und die Eltern des Bräutigams und der Braut da sind und unter ihrer Zeugenschaft geben die Braut und der Bräutigam ihr Jawort und das wird vor dem Staat eigentlich da festgelegt. Und dann kommt es am selben Tag noch oder vielleicht 2 Tage später, das ist dem Brautpaar dann überlassen, das ist heute oft, sind die Leute am Standesamt schon längst dort, vielleicht schon Monate oder Wochen oder Jahre sogar, und dann machen sie später irgendwann mal noch ein Hochzeitsfest. Das heißt, das Hochzeitsfest und die juristische Hochzeit sind etwas voneinander getrennt. Ja? Und ich denke, so war es ja auch im Orient, bevor die Hochzeitsfeier stattgefunden hat, wo der Bräutigam seine Braut holen gegangen ist in das Haus der Eltern, war der Bräutigam mit seinen Eltern und auch die Eltern von der Braut, die waren dort am Tor der Ältesten in der Stadt und dort ist eigentlich die juristische Hochzeit hat sie stattgefunden. Da wurde auch dort unter den Zeugen der Ältesten die Hochzeit dieser beiden juristisch festgelegt, ja, und öffentlich bekannt gemacht. Und dann kam praktisch der Bräutigam von der Hochzeit, also schon von dieser Hochzeitszeremonie der juristischen, und hat dann seine Braut geholt und hat sie zum Fest geführt, nicht? Und da war schon das Fest vorbereitet und dann ging die Feier eigentlich los. Und das ist offensichtlich hier, also Jesus hat sich in seinen Gleichnissen hier offensichtlich auch an die damaligen Hochzeitsgewohnheiten irgendwo orientiert und baut jetzt hier auch diesen Gedanken ein, dass vor der Hochzeitsfeier auch so etwas wie eine juristische Hochzeit stattfindet, wo das geregelt wird, nicht? Zwischen den Partnern und wo es zu einer rechtlichen Zusammenführung dieses Brautpaares kommt. Und das Bild wir werden das heute nicht mehr machen, wir werden das nächste Mal weiterführen. Ja? Ich glaube, dass wir dieses Bild in diesem Bild der Hochzeit, in dieser königlichen Hochzeit drinnen haben, was wir dort mit dieser Untersuchung darstellen können, wo dort auch etwas Juristisches getan wird, dass da untersucht wird, wer kann an dieser Hochzeit letztendlich teilnehmen. Und im übertragenen Sinn hat Gott auch vorgesehen, dass letztendlich vor dem Kommen Jesu eine Art Scheidung getroffen wird, ja, wo eine letzte Entscheidung getroffen wird, wer von diesen Gästen, die die Einladung angenommen hat, letztendlich bei der Feier dabei sein kann und wer nicht. Wir werden diesen Gedanken das nächste Mal weiterführen und nehmen wir für heute diesen Gedanken mit, mal, ja, dass wir da zusammengefasst haben, dass es eine besondere Vorbereitung braucht und dass es offensichtlich in dieser Vorbereitung der Gläubigen in der ganzen Geschichte hindurch Probleme gegeben hat, Probleme auch mit der Einladung, mit der Annahme der Einladung und dass dadurch eigentlich das Himmelreich, diese Hochzeit des Lammes mit all dem, was damit zusammenhängt, hinausgeschoben wurde und verzögert wurde. Die Weltgeschichte ging weiter.
obwohl sie eigentlich schon längst, so möchte ich das abschließend sagen, eigentlich abgeschlossen sein könnte. Und die Erlösung für diese Welt möglicherweise, und nicht nur möglicherweise, nach diesem Gleichnis müssen wir zu dem Schluss kommen, schon längst hätte stattfinden können. Aber auch das Gericht. Und wir würden in einer völlig anderen Situation leben. Aber da tauchen dann natürlich wieder viele Fragen auf, die mit prophetischen Zusammenhängen zu tun haben. Und die werden wir natürlich im Laufe unserer nächsten Abende auch weiter behandeln. Ja, wie wir das, was die Prophetie uns von Anfang an schon in der Weltgeschichte vorausgesagt hat, wie wir das in dieses Konzept dann miteinander verbinden können. Möge Gott uns jedenfalls helfen, dass wir diese Zusammenhänge auch aus diesem Gleichnis heraus richtig einordnen, richtig verstehen können und die richtigen Gedanken mitnehmen und die richtigen Schlussfolgerungen ziehen. Gott helfe uns, dass wir zu denen gehören, die ihre Lenden gürten und die bereit sich machen, das hochzeitliche Kleid zu tragen. Das betrifft nichts anderes als unseren Charakter. Gerechte Taten, wenn das Kleid mit gerechten Taten in Verbindung gebracht wird, dann können gerechten Taten nur aus einem gerechten Verständnis kommen, das heißt auch aus einem Herzen, aus einer gerechten, richtigen Gesinnung. Und das hat sehr wohl mit unserem Charakter zu tun. Möge Gott uns helfen, dass wir den Charakter aufnehmen, den auch Jesus in seinem Leben hier auf Erden verwirklicht hat. Und diesbezüglich hat er ein Kleid getragen, das ebenfalls aus gerechten Taten und aus einem gerechten Charakter gewebt war. Und in diesem Sinne möchte er natürlich unser Kleid auch so gestalten und uns helfen, dass auch unser Kleid der Gerechtigkeit aus gerechten Taten und aus einem gerechten Charakter besteht. Möge Gott uns helfen, dass wir in diesem Sinne auch weiterhin unsere Gedanken uns fortsetzen. Okay, dann würde ich euch bitten, dass wir noch abschließend mit einem Gebet zu Ende kommen, und ich lade euch ein, dass wir noch einmal still werden. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir wieder, dass du uns diesen Abend geschenkt hast. Danke für all die Gedanken, die wir uns machen konnten. Begleite uns weiterhin mit deinem Segen. Gib, dass dein Wort uns aufrüttelt, dass das, was wir miteinander auch heute Abend überlegt haben, dass es uns zu Herzen geht. Dass wir die Dramatik erkennen, in der wir uns befinden, dass wir nicht durch unser Verhalten auch diese Geschichte wiederholen und dass dein Kommen noch weiterhin verzögert wird, sondern dass wir mithelfen können, dass dein Kommen beschleunigt wird. Herr, ich bitte dich um den Segen für alle, die hier dabei waren, die das mitgehört haben, die sich auch weiter Gedanken darüber machen. Lass uns dazu beitragen, dass wir auch anderen Menschen etwas weitergeben können von dem, was du uns verständlich gemacht hast. Segne dein Wort überall, wo es ausgestreut wird, dass es auf fruchtbaren Boden fällt. Segne überall die Menschen, die nach dir verlangen haben, die noch nichts von dir gehört haben, dass sie auch auf deine Stimme aufmerksam werden. Und so segne uns und führe uns nach deiner Verheißung. In Jesu Namen. Amen. Gut, damit wünsche ich euch weiterhin Gottes Segen und seine göttliche Führung. Und ich verabschiede mich, und ja, ich bleibe dann noch vielleicht etwas im Chat, wie das hier sagt. Ich werde aber dann den Sender ausschalten, ja, und also die Aufnahme ausschalten, und wir können dann vielleicht noch etwas in dem Sinn weiter chatten, ohne dass ich das aufnehme, was wir jetzt dann vielleicht noch weitermachen hier. Ja? Gut, ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen bis nach einer Woche, so Gott will, und wir gesund sind. Gott segne euch. Gut.